Serie zum Mindestlohn. Heute zu der Frage, die jetzt zurzeit mich von sehr vielen Arbeitgebern erreicht. Was droht mir eigentlich oder welches Risiko gehe ich eigentlich ein, wenn ich gegen das Mindestlohngesetz verstoße? Im Mindestlohngesetz sind ja viele Sachen noch völlig unklar und bei den einigen Arbeitgebern herrscht deswegen schon eine gewisse Panik. Dazu im Blog gleich mehr. Ja, was droht nun Arbeitgebern, die den Mindestlohn nicht einhalten? Ich versuche mal die ganze Palette so zusammenzukriegen. Es drohen Klagen der Arbeitnehmer auf den Differenzlohn, entsprechende Nachzahlungen bei der Steuer und den Sozialversicherungsbeiträgen. Die Sozialversicherungsträger können bei entsprechenden Prüfungen und Verstößen gegen das Mindestlohngesetz die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachfordern, auch wenn der Arbeitnehmer gar nicht die Differenz einklagt. Es bringt also nichts, wenn man hier die Arbeitnehmer unter Druck setzt. Es drohen Anzeigen von Wettbewerbern, denn wenn ich gegen das Mindestlohngesetz verstoße, kann ich als Arbeitgeber von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Dazu kann man eben so eine Hotline eingerichtet. Es drohen Kontrollen durch die Zollbehörden. Herr Scholten hat schon gesagt, die werden personell verstärkt und es wird also mehr Kontrollen geben. Insofern, sage ich mal, ganz erheblicher Handlungsbedarf für Arbeitgeber. Die Bußgelder können bis zu 500.000 Euro hoch sein, wobei man mal davon ausgehen kann, dass dieser Rahmen hier nicht ausgeschöpft wird. Jetzt kommt dann auch auf die Schwere des Verstoßes an, also insbesondere wenn Arbeitgeber aufgrund der völlig unklaren Gesetzeslage, die wir in dem Bereich bei vielen Fragen im Moment haben, wo wir auch als Arbeitsrechtler gar nicht genau wissen, wie wird das ausgehen, da kann es also durchaus sein, dass dann auch die Bußgelder natürlich nicht in immenser Höhe festgelegt werden dürfen, wenn gar keiner richtig weiß, wie er sich hier ordnungsgemäß verhält, wobei es eben auch klare Fälle gibt und in diesen klaren Fällen, wenn der Arbeitgeber da wissentlich gegen das Mindestlohngesetz verstößt, dann wird er auch genauso klar bestraft werden. Das steht zu erwarten.